Also hier mit Antonio Morania, deutscher Meister auf der FIBO. Wie gefällt es dir dieses Jahr? Also heute war die Besucheranzahl so ein bisschen weniger als gestern. Das ist, für was ist das denn? Für BB-Szene oder was machst du? Okay, hallo BB-Szene. Bisschen weniger heute am Sonntag als am Samstag. Gestern waren die Menschenmassen doch erheblich und hat aber trotzdem halt sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Läuse und Fitnessinteressierte hier zu sehen. Geht ihr ja wahrscheinlich genauso. Ja, FIBO ist natürlich immer extrem anstrengend, aber mir macht es immer Spaß. Ja, ist wie gesagt von morgens bis abends Musik und eigentlich immer die Dauergespräche, aber macht immer Bock, oder? Du hast halt einmal im Jahr halt so eine Veranstaltung und das, man muss das auch sich auf der Zunge zergehen lassen irgendwie. Das ist hier die größte Fitness- und Bodybuilding-Messe weltweit, ja? Ja, echt mit Abstand. Also ich habe ja alles gesehen, Arnold, Mr. Olympia. Das hier ist mit Abstand das Größte und wo echt am meisten abgeht, ja. Auf jeden Fall, ja. Yeah. Und da muss man das auch mal genießen hier, ja, mit den Leuten und dass die Fans hier und die Fitnessbegeisterten hier an den Ständen kommen, mal ein Foto haben wollen und sich mal anschauen, was es auch für neue Produkte hier am Markt gibt. Und es macht halt einfach Spaß und so sollte man es auch als Athlet jetzt auch sehen, ja. Ja, du sagst es, Athlet, du bist ein Athlet, erfolgreicher Athlet. Was ist dein nächstes Ziel? Ich bin halt momentan auch auf Diät. In 2 Wochen ist am Osterwochenende der Loaded Cup in Dänemark, wo ich teilnehmen werde. Freue ich mich schon extrem drauf. Ja. Meine letzten Meisterschaften waren im Frühjahr letzten Jahres, wo du ja gerade auch erwähnt hast, wo ich im Frühjahr deutscher Meister geworden bin im Mittelgewicht beim DBFV. Und ja, mit dem Loaded Cup fängt es an in Dänemark. Dann geht es Schlag auf Schlag, also es kommen schon einige zusammen. Hauptziel ist die Europameisterschaft dann in Spanien. Also das soll so mein Fokus werden und da freue ich mich total drauf. Ja. Ja. Alles klar, dann drücken wir die Daumen. Drück mir die Daumen, genau. Antonio Morania. Alles Gute, David Hoffmann. Ciao. Danke. Tschüss, danke.